Er ist der Rockstar des Alpsteins, der Sentis. Der höchste Berg im Alpstein und deshalb Touristenattraktion in der Ostschweiz. Der Sentis ist nicht nur hoch, er ist auch exponiert. Deshalb wurde dort oben vor 123 Jahren eine Wetterstation eröffnet, lange bevor eine Seilbahn hochfuhr. Mutige Appenzeller Bergbauern versorgten die Meteorologen mit Essen. Ein Dokudrama, das ab heute in den Schweizer Kinos läuft, erzählt jetzt die Geschichte der Helden von damals. Urs Schnellmann. Hier heroben reicht die Welt buchstäblich in den Himmel. Und das Wetter ist zum Greifen nah. Schnee, Eis und Drama. Es ist eine Geschichte über die Helden am Berg, die Appenzeller Sentis-Träger. Todesmutig versorgen sie die Meteorologen der ersten und höchsten Wetterstation Europas, eröffnet 1882. Niederschlag 7,1 mm. Hölde, ein Dokudrama aus dem Alpstein, produziert vom Ostschweizer Viktor Rohner. So 365 Tage auf dem Sentis zu leben, für die Wetterwarte war schon dramatisch und dreimal in der Woche kamen die Appenzeller Bergbauern, die ihnen das Essen gebracht haben. Also ganz eine schwierige Situation. Sie verschieben die Grenzen des Möglichen und machen Unglaubliches wahr. Der Film zeigt Originalaufnahmen, spricht mit Nachkommen und spielt den damals rätselhaften Mord auf der Wetterstation nach. Heidi! Heidi! Die Schauspieler sind meist Laien von der Theatergesellschaft Appenzell oder wie hier bei der Mordaufklärung der heutige Medienchef der Kapo St. Gallen, Hans-Peter Krüsi. Der Tat dringend verdächtigt wird der Gregor Kreuzbeutner. Dieser erschoss mutmaßlich das Ehepaar auf dem Berg, weil seine Bewerbung abgewiesen wurde. Die größte Herausforderung für die Filmemacher, die Dreharbeiten auf dem Berg. Für uns als Crew und als Kameramann war das Wetter zum Teil wirklich heftig. Wir konnten uns fühlen wie früher, als da die Sentis-Träger auf dem Sentis wohnten. Es ist eine Hommage an die Appenzeller Bergbevölkerung, aber auch an die Wissenschaft, die dort oben natürlich dafür geschaut hat, dass die wichtigen Daten in die Welt hinauskamen. Und diese Symbiose dieser beiden Extreme, das ist der Film letztlich. Hölde. Ein ergreifendes Dokudrama, eine wahre Geschichte über die stillen Helden am Sentis.